Hallo zusammen, willkommen zu meiner Spielevorstellung von Tiny Keep. Tiny Keep ist ein Roguelike, aber kein Rollenspiel-Roguelike. Jedenfalls nicht wirklich. Es ist eher ein Action-Roguelike. Also man läuft von oben gesehen durch einen Dungeon mit einem kleinen putzigen Kerlchen und versucht halt zu entkommen. Und die Räume sind zufällig generiert und auch die Ebenen sind zufällig generiert. Dazu gibt es dann noch Dutzende verschiedene Monster und Fallen und Upgrades an Altären und so weiter. Also ähnliche Sachen, die man auch aus anderen Roguelikes kennt, aber halt alles ohne Stats. Aber es macht ziemlich viel Laune. Und es ist auch, also dieser Widerspruch zwischen putzig, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir unseren Charakter erschaffen, und auch von der Story her, ist alles recht putzig und knuffig und süß. Und dann läuft man durch die Gegend und wird von einer riesigen Holzwalze plattgemanscht und Blutsplätter an die Wände und was weiß ich. Das ist schon ein wenig makaber. Aber ja, das kommt auf jeden Fall nächste Woche raus. Das sollte am 29. sein. Er wird dann 12 Euro kosten, 12, 13 Euro. Aber ich wollte euch jetzt schon mal zeigen, was man da so machen kann. Deswegen lasse ich jetzt einmal das Intro-Video durchlaufen, damit ihr sehen könnt, was im späteren Spielverlauf noch alles an schönen Features da auftaucht. Und danach würde ich ganz gerne mit euch ein reguläres Leben anfangen. Und deswegen lasse ich auch das Intro durchlaufen, denn es ist ein Roguelike. Wir haben Permadeath. Ich werde jetzt bestimmt nicht zu den Sachen hinkommen, die man gleich im Intro sieht. Also mit Bossmonster gibt es dann noch und tierisch viele Power-Ups. Das seht ihr dann unten links eingeblendet. Es gibt noch extra Rätselräume. Das wird alles nach und nach freigeschaltet. Also die ersten Levels sind noch recht human. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Fallen. Die Gegner sind alles menschliche Wächter. Das ist alles ganz okay. Dann denkt man sich, okay, das Spiel ist noch ein bisschen mau, da ist nicht so viel Inhalt. Aber je weiter man kommt in den Leveln, desto... Erstmal kommen natürlich mehr verschiedene Gegner. Also es ist nicht so, dass es immer dieselben Gegner sind, die haben einfach nur bessere Stats. Sondern sie sind auch optisch anders und vom Verhalten her anders. Sondern es werden auch neue Fallen freigeschaltet. Das heißt, du wirst nicht im ersten Level eine super-duper-Mega-Falle haben, sondern du wirst nur Stachelfallen aus dem Boden haben und vielleicht irgendeine kleine Feuerfalle. Und je höher in den Leveln ihr kommt, desto mehr Fallen kommen dann halt dazu, dass auch immer schön frisches Blut reinkommt quasi. Wobei Blut da das Stichwort wäre, denke ich. Also jetzt viel Spaß beim Trailer und danach fangen wir unser eigenes Leben an und werden hoffentlich länger als 5 Minuten überleben. Also bis gleich. Ja, sieht doch schon mal ganz schick aus, hm? Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen und wie viel von dem Trailer wir irgendwo sehen können vom Inhalt. Also, begin your daring escape. Klick. Und jetzt kommt der putzige Part. Also, neues Spiel. Putzig. Putzig. Das sind wir. Mehr Kopf als Fuß und Bauch. Wir sind ein Gefangener und wollen entkommen. Hat jetzt absolut keinen Einfluss auf den Spielverlauf. Aber man kann sich halt so ein bisschen anpassen. Könnte auch einen Weiblein spielen. Auch wenn das optisch nicht sehr anders aussieht. Mit etwas weicheren Zügen, etwas dünner. Farben anpassen und so, aber das ist halt nicht so wirklich wichtig. Das Wichtige ist im Spiel selber. Das zeige ich euch jetzt. Spiele ich gerade einen weiblichen Gerugon? Mist, ich habe mich da glaube ich verklickt. Aber gut, wir wagen uns einfach mal ran. Warum liegen wir in der Sapsche und nicht auf dem Bett? Das ist doch eklig. Und ich glaube, wir spielen weiblichen Gerugon. I've got the keys. Oh, I'm out of here. Hey, I couldn't wait for you to wake up. You sleep like the grave. I'll leave the door open for you. Don't take too long and be careful. And you best find something to protect yourself with.
because those guards are not going to be happy to see us leave. Mhm. Also wir haben eine sehr nette Freundin, die war mit uns zusammen hier in der Zelle. Die ist irgendwie an den Schlüssel rangekommen und konnte uns nicht wecken, was schon mal sehr weit hergeholt ist, und ist dann ohne uns losgelaufen, hat uns aber mehrere hilfreiche Hinweise hinterlassen und auch ein paar Gegenstände im späteren Spielverlauf. Ist alles ein wenig weit hergeholt und das gehört wieder zum putzigen Part von dem Spiel. So, wir haben jetzt hier unser... Oh, da kommt der erste Gegner. Okay, umschubsen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Da konntet ihr schon mal eines der Features sehen. Man kann mit der Umgebung recht gut interagieren. Also man kann Sachen umschubsen, wie diese Fackelständer hier, und dann bricht Feuer aus und da laufen Gegner rein, die sterben, und wir kriegen dann unsere erste Münze. Unten rechts übrigens angezeigt. Und mit den Münzen können wir uns dann Power-Ups kaufen. Gucken wir auf die Karte. Das ist unser erster Raum. Der ist nicht zufällig generiert, das ist unsere Zelle. Aber alles, was jetzt danach kommt, ist zufällig generiert. Also es gibt jetzt eine zufällige Anzahl an Räumen, die zufällig konstruiert sind mit Fallen drin und Special Features und Gegner. Haha, das war eine Stachelfalle auf dem Boden. Oh, und wir haben Donutgeld, das finde ich auch super. Also ja, das ist so wie Schillinge, die haben so ein Loch in der Mitte, aber ich finde, das ist Donutgeld. Also, zufällige Räume mit zufälligen Gegenständen, wie hier zum Beispiel ein Heiltrank. Das war ein bisschen sinnlos, weil wir schon voll waren. Aber wenn wir jetzt voll sind, futtert er das nicht auf. Oh, Fledermäuse. Mein erstes Ziel sollte allerdings sein... Oh, das sieht schick aus. Ein Schwert zu bekommen. Weil momentan laufe ich vor den Gegnern ja nur weg und versuche sie in Fallen zu locken. Aber aktiv töten können wir später auch. Hm, ich guck mal dahin. Au. Na. Ah. Gib mir Loots. Na. Okay, das ist nicht gut. Springen auf die Falle, mach kaputt. So. Weil wenn man eine Falle einmal ausgelöst hat und sie gerade nicht aktiv ist und man dann nochmal raufspringt, dann geht sie kaputt. Das sieht so aus wie die Falle hier vor mir jetzt. Aber das war sehr doof von mir, dass ich da so schräg rübergelaufen bin, um das Gold einzusammeln. Oh. Ich müsste also eigentlich alle Fallen auslösen. Na komm schon. Komm schon. Und dann draufspringen und sie kaputt machen, aber die eine Goldmünze ist mir jetzt nicht wert. Zumal die Gegner auch respawnen. Wir sind ja schließlich mitten in einem Gefängnisausbruch und es kommen immer mehr Wachen hier runter. Also schnappen wir uns das Hühnchen. Haben wieder volle Lebenspunkte, das ist sehr gut. Und gucken weiter nach unserem Schwert. Da ist ein Bogenschütze, den würde ich ungern haben. Genau du, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Lauf mal da in die Stachelfalle. Sehr gut, dankeschön. Trank brauchen wir nicht. Ein Sarg. Ein Sarg ist nicht gut. Oh, ein Schild. A guard fell asleep and I was able to just take this from him. It's gonna be a long way to the surface. I think you should have this. Hm. Also unsere Freundin ist ganz ohne Ausrüstung ausgelaufen. Das finde ich ein wenig weit hergeholt. Aber wahrscheinlich ist sie einfach besser als wir. Also wir haben jetzt mit rechter Maustaste die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Gegen Pfeile und dergleichen. Bei Fallen wird uns nicht sehr viel helfen, aber wir haben schon mal einen Schutz gegen die Wachen. Wie den da. Das heißt, mein Plan ist jetzt, ich laufe da... Oh oh. Tot. Ich laufe da rein, schubst das Ding um. Ah, jetzt ist es hinter uns. Ja, ja, komm, ich hab ein Schild. Komm näher ran, komm näher ran. Nein, nicht in meine Richtung schießt du. Ah! Okay, also Gegner können das Terrain auch für sich nutzen. Und ich hab. Also in der Zelle da hinten ist ein Überlebender. Der könnte mir beistehen. Also es gibt NPCs, die einem helfen. Dich kriege ich nicht mehr ins Feuer gelockt, ne? Nee, okay. Ja, ich bin. Warte mal. So. Hilf mir, hilf mir. Was? Das war nicht der Plan. Der Plan war, du läufst raus und haust die Wache da tot. Und lässt dich nicht instant erschießen. Okay, ich brauche mein Schwert. Da, ah, da ist ein Schwert. Ich musste es benutzen. Sie haben mir keine Chance. Sie werden mich zu einer dieser Cages nehmen. Nimm das. Ich kann es nicht mehr benutzen. Also ja, sie mag wohl wirklich keine Gewalt.
Sie hat jemanden umbringen müssen, aber lässt uns das Schwert da, weil sie es nicht verkraften könnte, es nochmal zu benutzen. Kann ich respektieren, aber ich hau die jetzt alle tot. Ah, linke Maustaste. Slash, 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 slash. Komm her. Ganz viel Donutgeld. Und mit etwas Glück finden wir gleich noch so einen Altar, damit ich euch mal zeigen kann, wie man das Geld noch ausgibt. So, Karte. Karte ist ein wenig wüst gehalten. Also recht pixelig und man kann auch leider nicht reinscrollen, aber man kann ungefähr erkennen. Oh. Man kann ungefähr erkennen, wo was ist. Später gibt es auch noch Markierungen für gewisse Rätsel. Also, dass man weiß, dass das Rätsel zu dem Rätsel gehört, das wird dann farblich zusammen markiert. Und Schlüsselräume gibt es dann auch, wo man einen blauen Schlüssel braucht für einen blauen Bereich und sowas in der Richtung. Oi! Genau. Was ich auch ganz schön finde, im Gegensatz zu recht vielen anderen Roguelikes, man kann hier theoretisch grinden. Also ich könnte jetzt gucken, wo ist der nächste Altar? Dann weiß ich, okay, ich brauche jetzt 100 Goldmünzen für ein Upgrade von dem Altar. Und die Wachen respawnen immer wieder. Das heißt, ich hau dann die Wachen so lange tot, bis ich alle Upgrades habe, die man in diesem Level holen kann. Und dann gehe ich erst zum nächsten Level runter. Das ist recht schick. Also allgemein bin ich ja eh so ein Grind-Mensch. Ich mache das ganz gerne. On-Camera nicht unbedingt, aber in privaten Spielen schon. Und das ist hier ganz schick gelöst. Wobei ich nicht weiß, ob die Gegner denn weniger Gold droppen mit der Zeit. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, du musst jetzt leiden, weil du unseren Freund gekillt hast. Und da war gerade eine Slow-Motion-Animation. Ich finde das echt... Also putzig ist das Wort für mich für dieses Spiel. Also putzig, weil sie eine Slow-Motion-Animation benutzen, um einen Typen mit einem riesigen Kopf dabei zu beobachten, wie er anderen Typen mit einem riesigen Kopf umbringt. Also man kennt das ja aus Max Payne oder was weiß ich, ultra coole Typen. Und jetzt spielen wir Wandel den Kopf, der Slow-Motion-Animation hat. Aber gut. Ich hätte jetzt gerne... Oh, die Fledermäuse. So, das ist so ein Altar. Der erste Altar hier kostet jetzt nur 15 Goldmünzen. Da drücke ich E. Zack. Und ich habe Ether bekommen. Wie verwende ich das? Sprint mit Shift. Das wird er wohl automatisch einsetzen. Also unten links wird jetzt unser Spezialeffekt, den wir haben, angezeigt. Und das deckt auch. Also es gibt nachher richtig viele. Ich hatte schon Screenshots gesehen mit irgendwie 8 verschiedenen Effekten, die man drauf haben kann. Von man macht mehr Schaden zu Projektilgeschossen, die um einen rumfliegen. Was man alles auch recht gut nutzen kann, um die Gegner zu töten. Und ich brauche jetzt nur noch eine Goldmünze. Komm schon. Wo sind die respawnenden Wachen, wenn man sie braucht? Ich will gleich noch einen Effekt abstauben. Wobei es auch gut sein kann, oi, dass diese Altäre jetzt, diese ersten Altäre, die so wenig Gold kosten, auch nicht so gute Sachen hervorbringen. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Also, dass es so eine Art Pool gibt an Skills. Und je höher man im Level ist, also vom Schwierigkeitsgrad her im Dungeon, desto bessere kann man auch finden. Weil in den höheren Leveln kosten die Altäre auch mehr. Also im zweiten Level kosten die Zoll schon 100 Goldmünzen. Was ist denn? Hm? Sollte dann auch schon besser sein. Aber gucken, was wir jetzt bekommen. Fortify Body. Wir halten mehr aus. Ja, das kann man immer gebrauchen, denke ich. Gucken wir mal hoch. Jetzt wird die nächste Karte generiert. Und da kommen jetzt auch schon andere Gegner und vor allem auch andere Fallen. Wir haben 8 Minuten gebraucht. 8 Minuten? Okay, also normalerweise ist es ein bisschen schneller, aber ich habe halt recht viel erklärt. Da gibt es wohl auch Highscores und all sowas, aber das ist nicht ganz so mein Ding. Ich will richtig schön nach und nach jeden Raum in jedem Level erforschen, um möglichst viel rauszuholen. So gehört sich das eigentlich auch bei Roguelikes, weil man normalerweise halt nicht grinden kann. Deswegen nimmt man alles mit, was man finden kann. Klick. So, da kommen wir her. Wir können nicht zurückgehen. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, das Level ist zu schwer, ich gehe mal wieder ein Level runter. Das geht leider nicht. It's been so long since I was on the
just waking up to that smell was worth more than 100 adventures or 1000 pieces of treasure. Was? Der Geruch von Kuchen ist mehr wert als 1000 Stücke Gold? Willst du mich veräppeln, Maggie? Nee, wir wollen Gold. Wir sind Girugon. Der weibliche Girugon. Oder ein männlicher Girugon mit einem sehr weiblichen Gesicht. Egal. So, vorsichtig wegen neuen Fallen. Bisher... Komm. Sind das noch die normalen Wachen? Ja, Slow Motion tot. Das hier sieht wichtig aus mit den komischen... Was sind das? Banner. Aber hier ist nichts. Lauf! Flieh! Flieh vor der Macht von Girugon. Oh. Und die ersten Level sind auch noch ziemlich einfach. Weil wir haben hier überall Sachen rumliegen, die wir nutzen können, um uns zu heilen. Und die heilen uns fast um die Hälfte. Aber wir haben ja auch diesen Buff drauf, dass wir weniger Schaden nehmen. Was ist da los? Zwei Schützen. Geh weg. Oh, da ist zum Beispiel eine neue Falle. Auch wenn die nicht wirklich schwierig ist. Aber die kann man richtig gut nutzen, um Gegner da reinzulocken. Weil die wissen halt nicht so wirklich toll, wie sie sich bewegen müssen da drin. Wir wissen einfach, wir müssen mit dem Ding mitlaufen und dann ist alles gut. Aber die Wachen sind da nicht so helle. Oh, gleich noch einer davon. Ja, da müssen wir aber gar nicht hin. Und der Raum führt laut Karte zurück zum Hauptkorridor. Okay. Da lang. Mitlaufen. Durch. Ah, das wäre eine Gefängniszelle. So, jetzt versuchen wir mal... Ah, sogar zwei. Komm mal raus. Der hilft mir. Okay. Du läufst schreiend weg und wirst bestimmt gleich sterben. Da ist eine schöne Falle. Hast du Loot dabei? Oh, das geht sogar. Ups, das wollte ich nicht. Nein, hat sie nicht. Aber macht auch Sinn, weil sie war eine Gefangene. Also sie könnte man eventuell als Ablenkung benutzen, wenn man ein eiskalter Mistkerl ist. So wie wir es gerade offensichtlich sind. Aber was er jetzt macht, müssen wir gucken. Er wird es bestimmt auch gleich wieder gewone-hitted. Ah. Er mausert sich. Aber es macht das Ganze ein bisschen schwieriger, weil das Schwert hat halt einen recht großen Radius, in dem er arbeitet. Oh. Und dann erwischt man schon mal seinen Kumpel. Oh. Ups. Warum pupst du? Das ist sehr irritierend. Weg. Oh, neuer Altar. Sehr schön. Gucken wir uns gleich an. Wie jetzt? I was lurking in the shadows and managed to slip past while they were distracted. A band of archers came through and locked the gate behind them. You'd better watch out. One of them has flint and tinder. Hm. Das könnte jetzt unser erster Boss werden. Also eine Gruppe von Bogenschützen hat das Ding da verschlossen. Oh, Boss. Okay, der Boss hat den Schlüssel. Ja, 100 Gold haben wir nicht, wir haben 23. Und da kommt der Boss. Und er ist groß und... er ist groß und kann Sachen anzünden. Mich anzünden. Lauf! Komm, schieß auf den Altar. Ich hoffe, das Feuer geht mal aus. Ja, gut. So, Schild hoch. Schieß mal deinen Kumpel an. Das wäre super. Okay, Schild hilft gegen Pfeile, aber zündet uns trotzdem an. So, Flucht. Nicht in den Rücken schießen lassen. Flucht. Ich will Heiltrank finden. Lauf. Genau, schieß einmal. Wir laufen. Sprint. Nicht in die Fallen treten. Ah, super. Hühnchen. Haben wir noch irgendwas zu essen? Oh, das war richtig schnell. Lauf. Hier können wir ihn reinlocken. Komm her, Boss. Ja, nimm das. Oh. Nicht wir. Ah.
Da ist ein Hühnchen. Oh, warte mal, hier können wir... Nein. Oh, okay, Falle ist kaputt, weil zu viele Leute drin verendet sind und wir sind auch tot. Schade. Also ich hätte eventuell ein bisschen offensiver bei ihm sein müssen. Vielleicht kann man ihn irgendwie unterbrechen, wenn man da schnell genug draufhaut oder so. Aber ja, bitteschön, euer erster Boss. Und wir kriegen einen klugen Spruch hinterhergeworfen und dürfen jetzt mal von vorne anfangen. Und dadurch erhöht sich der Todescounter oben drauf. Aber ja, das ist Tiny Keep. Ein schickes Spiel für 12 Euro ist okay, ist an der Grenze. Also wesentlich mehr würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Weil es hat zwar recht viel Content, vor allem je höher man kommt, aber man wird es dann wahrscheinlich nur so oft spielen, bis man irgendwann in die höheren Bereiche kommt. Aber für zwischendurch kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen und ich hoffe, euch hat diese Spielvorstellung soweit gefallen. Bye bye!